Meine Kopf nervt, Digga. Die tun so weh, Digga. Moment. Oder? Let the body do what the body is capable. Be aware of your heartbeat. And just be in this moment. Meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute werdet ihr mein erstes Selbstexperiment sehen. Und zwar werde ich eine Woche lang kalt duschen und am Ende der Woche werden wir schauen, wie lange ich es im kalten Meer aushalten werde. Freunde, dieses Video wird unterstützt von Gymshark, der wohl geilsten Sportbrand der Welt. Ihr werdet im Laufe des Videos sehen, dass ich wirklich in jeder Situation Gymshark trage, also auch abseits vom Sport. Gibt es einfach super geile Sachen, die man immer im Alltag tragen kann. Also falls ihr noch keine geilen Klamotten da draußen habt und ihr mich gerne unterstützen wollt, checkt unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Wir werden dieses Selbstexperiment mit der Wim Hof Atemtechnik durchführen. Bei der Challenge werden wir uns von Tag zu Tag steigern. Also werden wir quasi am ersten Tag am kürzesten kalt duschen und am letzten Tag natürlich am längsten. Aber bevor es jetzt losgeht mit der Challenge, werden wir jetzt erstmal klären, wer Wim Hof ist und was die Wim Hof Atemtechnik ist. Wim Hof ist ein niederländischer Extremsportler, der wird auch The Iceman genannt. Und zwar zu Recht, denn er hält den Weltrekord für das längste Eisbad der Welt und das geht einfach 1 Stunde 52 Minuten und 42 Sekunden. Also der Typ war einfach mal ganz entspannt, fast 2 Stunden bis zum Hals voll im Eis. Er selber sagt, dass er das nur geschafft hat durch seine spezielle Atemtechnik. Diese basiert auf einer tibetischen Meditationstechnik, die nennt sich Tummo. Und Tummo bedeutet so viel wie inneres Feuer, die innere Hitze. Und hat das Ziel, den inneren Geist zu befreien. Also quasi soll man durch diese Atemtechnik alle seine negative Energie verlieren und voll den Fokus auf die positive Energie haben und dadurch quasi kälteresistent sein. Also diese Methode zusammen mit dem Eisbad soll halt dafür sorgen, dass wir langfristig gesund werden und uns einfach besser und vitaler fühlen. Also dachte ich, wir testen das aus und schauen einfach, wie es uns damit geht. Wir haben heute Montag, den 15. März, 22.07 Uhr. Das bedeutet, bis Mittwoch, den 25. März, werden wir das jeden Tag durchziehen, uns kalt zu duschen. Und dann werden wir am Ende der Challenge herausfinden, wie lange wir es im kalten Meer aushalten. Also viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir jetzt duschen werden, werden wir jetzt erstmal die Wim Hof Atemtechnik machen. Diese geht 3 Runden und funktioniert wie folgt. Pro Runde wird man 30 Mal tief ein- und ausatmen. Und beim Ausatmen werden wir darauf achten, dass unsere ganze Luft aus unseren Lungen rauskommt. Und dann atmen wieder ein, also im Prinzip so. Und nach der 30. Wiederholung werden wir die ganze Luft rauslassen und versuchen, die Luft so lange anzuhalten, wie wir können. Wenn wir nicht mehr können, dann werden wir einatmen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Danach gehen wir duschen, ganz normal, lauwarm, und dann fängt das Eisbaden an. Achso Leute, ganz wichtig, Wim Hof empfiehlt, die Atemtechnik nur zu machen, wenn ihr sitzt oder in einem Raum zu Hause seid. Denn es kann sogar passieren, dass ihr bei der Atemtechnik vielleicht euch ein bisschen schwummrig im Kopf wird. Also macht das jetzt nicht irgendwie beim Autofahren nach oder sonst irgendwas, sondern sucht euch einen geeigneten Platz, setzt euch in den Schneidersitz oder legt euch hin. Das empfiehlt ihr dabei. Wir werden das jetzt hier im Badezimmer machen. Ich werde mich jetzt hier gleich auf meine Badewanne setzen und die Atemtechnik ganz in Ruhe durchführen und dann quasi duschen gehen. Also Leute, da seht ihr mich jetzt bei der Atemtechnik und können wir erstmal darüber reden, wie fertig geworden bin. Bruder, ich habe richtige Hüften bekommen. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Tag 1, die Atemtechnik. Ich muss ehrlich gestehen, es fiel mir sehr lange sehr schwer, die Luft nachher in Runde 2 und Runde 3 1,5 Minuten anzuhalten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das selber mal ausprobiert, ob es euch leicht oder schwer gefallen ist. Ich fand es relativ schwer, aber ansonsten war das Video, was ich euch auch auf jeden Fall in die Videobeschreibung packe, super gut dafür, sich auch zu entspannen und einfach nur der Stimme und dem Takt zu lauschen. Also ich fand das sehr, sehr gut. So Freunde, ich habe jetzt fertig geduscht und ich werde jetzt den Timer, ich habe hier meine Apple Watch an, den werde ich jetzt auf 15 Sekunden stellen und das Wasser auf ganz kalt drehen und dann geht's ab, oder? Wichtig ist dabei, falls ihr das Experiment nachmachen wollt, atmet ruhig und kontrolliert bei dem kalten Wasser. Ich hoffe, ich kriege das so gut hin, wie ich das jetzt gerade hier sage. Okay, erstmal hier das Wasser ganz kalt machen. Weil sonst kommt noch ein bisschen heißes Wasser aus der Leitung, versteht ihr? Los! Laberst du?
Okay, Wim Hof sagt zwar, man soll das kalt duschen genießen, aber das war für mich die ersten 5 Sekunden richtig schlimm. So, die letzten 5 Sekunden ging es, aber ich habe es nicht geschafft, meine Atmung so zu kontrollieren und quasi so ruhig zu atmen, wie es empfiehlt. Aber ich war richtig wach und so mein ganzer Körper kribbelt so, das ist so ein ganz komisches Gefühl. Und jetzt strahle ich so eine unheimliche Wärme aus. Das ist mega krass, verrückt zu beschreiben, aber das ist heftig gewesen. Wenn man 30 Sekunden macht, Freunde, also keine halben Sachen, 30 Sekunden komplett kalt, also das wird krass, ey, ohne Scheiß. Wir sehen uns morgen wieder. Tag 2 des Selbstexperiments und ich muss sagen, ich habe das Duschen jetzt extrem lange aufgeschoben. 20 nach 6, ich muss jetzt auch mal duschen, so langsam fange ich schon an, mich selber zu riechen. Und ja, ich habe hier schon alles vorbereitet. Hier neben mir ist schon das Stativ mit der Wim Hof Methode. Ich schaue mir immer das Video dazu an, damit ich halt quasi immer im richtigen Rhythmus bin mit der Atmung. Wenn man nach der Wim Hof App geht, quasi erst eine Woche lang jeden Tag 15 Sekunden machen und sich dann steigern. Aber wir steigern uns heute direkt auf 30 Sekunden, weil das soll ja auch ein bisschen spannend werden. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das wird. Es ist ja ein Selbstexperiment und da will ich einfach ehrlich zu euch sein. Ich habe absolut keinen Bock, mich jetzt kalt zu duschen. Aber ich werde es auf jeden Fall trotzdem durchziehen. Ich habe das Gefühl, ich habe das gestern und heute nicht richtig gemacht. Bis vorhin zur letzten Runde, da habe ich beim Atmen richtig reingepowert. Und dann habe ich auch die anderthalb Minuten geschafft, also anderthalb Minuten meine Luft anzuhalten. Und dann ist was richtig Krasses passiert. Und zwar hat sich gefühlt mein ganzer Geist mega befreit. Ich bin gerade mega happy so. Mein ganzer Körper hat so heftig gekribbelt gerade eben. Unglaublich, also mega krass. Ich bin super gespannt jetzt auf die Dusche. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt 30 Sekunden im eiskalten Wasser richtig gut aushalten kann. Ich will gar nicht so lange reden, let's go. So Leute, ich habe jetzt geduscht. Bisschen kälter als gestern, weil ich glaube, gestern habe ich mich mit dem lauwarm, ein bisschen zu lauwarm abgeduscht und da war der Kontrast zu dem kalten zu doll. Ich mache das Wasser jetzt erstmal mit einer anderen Taktik und zwar werde ich erstmal meine Hände und meine Füße an das Kalte gewöhnen, bevor ich meinen Kopf unter Wasser mache. Davon verspreche ich mir, dass ich es einfach besser aushalte. Und Wim Hof selber sagt, wir sollen den Akt des kalten Wassers genießen, also wir sollen es zelebrieren, dass wir kalt duschen können. Ich hasse es bis jetzt immer noch und ich hoffe, ich kann es heute ein bisschen mehr zelebrieren. Okay! Hier, damit ihr mir auch glaubt, die kleinen Luder, ne? Das Ding ist auf ganz rechts und ganz rechts heißt kalt. Wir gehen rein! Digga, Alter, das ist jetzt schon saukalt. Wir starten. Wichtig ist es, dabei ruhig zu atmen. Und es richtig zu genießen. Meine Atmung wird nicht ruhiger. Ich bin relativ hektisch und gucke auf die Zeit. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Vielleicht ist es spiegelverkehrt. Damit habe ich jetzt einen Puls von 102. Normalerweise, Freunde, liegt mein Ruhepuls etwa bei so circa 53, 54, 55. Also hat sich mal eben um das Doppelte erhöht. Das kalte Wasser ist bis jetzt für mich noch extrem anstrengend, aber ich fühle mich mega wach, also ich fühle mich gut. Ich habe das Gefühl, dass ich richtig, ja, richtig Energie habe jetzt, aber ich habe es immer noch nicht genossen. Heute stehen mir 45 Sekunden kaltes Wasser bevor und ich muss ehrlich sagen, die letzten beiden Tage waren alles andere als relaxing. Hier Leute, kurzer Beweis, Wasser ist auf ganz kalt, ganz nach rechts gedreht hier. Badewanne wird jetzt hier voll gemacht. Komm, mach fertig hier. Nachdem wir jetzt so geil geatmet haben, ohne Scheiß. Ich gehe richtig mit voller Euphorie jetzt hier in das Eisbad. Vorher habe ich jetzt nicht normal geduscht. Ich versuche jetzt normal zu atmen. Ich versuche mich jetzt gerade extrem zu konzentrieren. Und die Zeit startet erst, wenn ich quasi mit meinem Po im Wasser sitze. Leute, zieht euch mal rein, wie ich da sitze. Wie ein Mann. Man hat mir gar nichts angemerkt von der Kälte, das war so übertrieben krass. Aber ich habe auch eine kleine Änderung vorgenommen und zwar bin ich vorher jetzt nicht mehr warm duschen gegangen. Einfach weil ich durch die warme Dusche irgendwie komplett abgelenkt war und ich nach der Meditation immer in so eine Art Drive gekommen bin. Ich bin in so einen Tunnel gekommen und konnte mich super gut konzentrieren. Aber jedes Mal, wenn ich dann warm geduscht habe,
ist das wieder weggegangen. Deswegen war das die Tage davor auch so schwer. Aber heute ist es mir dadurch super leicht gefallen. Das war mega nice. Heftig. Tag 3, Freunde. Okay, jetzt habe ich wirklich einen kleinen Himmel. Tag 3, Freunde, ich kann euch sagen, heute war es unbeschreiblich. Es war richtig krass. Ich habe es mega genossen. Also es ist jetzt wirklich ungelogen, Real Talk, nicht übertrieben kalt. Klar, ich friere, meine Füße sind auch jetzt werden richtig kalt so. Aber es war was ganz anderes und ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass ich die Atmung dieses Mal noch perfektioniert habe. Ich habe es noch besser gemacht als die letzten beiden Tage und ich konnte mich viel mehr fallen lassen und mich viel, viel besser konzentrieren. Und es war einfach, also es war wirklich krass. Also ich hätte es jetzt ohne Probleme auch noch eine Minute ausgehalten. Also ich bin wirklich kalt, es ist einfach krank. Du hast nicht mal Gänsehaut. Nein, ohne Scheiß. Hä, was ist los mit dir? Es war für mich nicht kalt. Es war heute, war es für mich... Es war gut, ich stehe immer noch im kalten Wasser. Es ist einfach, ich kann es gar nicht beschreiben. Also morgen werden wir an Tag 4 an die Ostsee fahren und ich werde in die Ostsee gehen, jetzt ungefähr bei 3 Grad Außentemperatur. Ich werde jetzt nochmal duschen gehen, denn ich rieche ein bisschen nach Schweiß. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh an der Ostsee wieder. Freunde, moin. Tag 4 des Selbstexperiments. Wir sind hier an die Ostsee gefahren. Ich zeige euch gleich mal den View, sieht richtig geil aus. Schaut mal, Freunde, das ist hier der Ausblick. Wir sind hier in Scharbeutz am Strand an der Ostsee. Richtig geil. Ich glaube, das ist ein wirklich geiler Ort, um hier diese Challenge zu drehen. Heute gibt es keine kalte Dusche, sondern es gibt kaltes Meer, Alter. Ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Nachdem es zwar gestern so krass lief und ich diese 45 Sekunden einfach wie ein Mann krass ausgehalten habe und es war für mich überhaupt nicht mehr kalt, habe ich heute einfach gar keinen Bock, weil ich jetzt schon friere, bevor ich überhaupt ins Wasser gehe. Ich habe hier, Digga, Big Fella dabei, Digga, Babitsch. Mal genau erläutern, wer ich bin, Digga. Ja, Mann, mach mal, erläuter mal genau, Digga. Wim Hof Snapper, Digga. Er ist mein Onkel. Ey, du willst da reingehen, ne? Ja. Ohne eine Miene zu verziehen, wenn nicht, Digga. Ich und ganz YouTube Deutschland, wir machen dich fertig, Digga, weil du gesagt hast, du bist Wim Hof Onkel. Was ich noch anschließend sagen wollte, ist, dieser Junge hier, der junge Mann, hat von mir überhaupt diese Challenge überhaupt, Digga, erfahren. Und ich habe ihn beigebracht, Digga, wie er meinen Schülern, ich auch Sachen beibringe, wie man diese Wim Hof Challenge macht und wie man atmet. Ja, die Idee des Videos kam auf jeden Fall von Babitsch, Digga. Er hat gesagt, Digga, komm, mach das mal selbst Experiment. Und ich fand es auch eine richtig geile Sache. Deswegen sitzen wir hier. Jetzt gerade finde ich es, um ehrlich zu sein, nicht so geil, aber ist schon, ja, kalt, ne? Ist schon, ist aggressiv kalt. Ich habe jetzt hier schon eine Badehose angezogen, natürlich von Gymshark, erster Link in der Videobeschreibung und wir werden jetzt reingehen. Ich habe meine Apple Watch noch auf, eine Minute ist es heute, gilt es zu schlagen. Digga, Außentemperatur ist echt eklig kalt, Mann. Der Typ hat einfach keinen, der kann irgendwie nicht frieren, Digga. Alter, ich habe gesagt, ich habe nie gelogen, Digga, ich lüge nicht. Mir ist so kalt. Wenn ich sage, ich bin Wim Hof Neffe, dann bin ich es auch, Digga. Okay, das ist einfach jedes Mal crazy, wenn ich das wieder sehe. Das Wasser hatte einfach 2 Grad, Außentemperatur waren 6 Grad und es war nochmal was ganz, ganz anderes, als unter der Dusche zu stehen, denn alles war einfach kalt, es hat sich ganz anders angefühlt. Aber hier muss ich sagen, dadurch, dass wir uns vorher darauf vorbereitet haben, durch die Meditation, war das eine andere Kälte. Es war trotzdem extrem unangenehm und ich habe es auch nicht genossen, da will ich euch nichts Falsches vormachen. Aber mein Körper ist ganz anders mit der Kälte umgegangen, dadurch, dass ich mich vom Mindset her richtig darauf eingestellt habe. Und wir haben auch noch ein bisschen rumgealbert, damit wir die Kälte ein bisschen vergessen. Und da sah es fast so aus, als würden wir im Wasser planschen wie im Sommer. Und das war richtig crazy. Es war übertrieben kalt, aber es war auch cool. Hier seht ihr das nochmal, was ich meine mit rumplanschen. Babitsch hat mich einfach umgespiert und ich bin dann einfach so mit meinem ganzen Körper ins Wasser gefallen. Aber für einen kurzen Moment hat man dadurch einfach die Kälte vergessen und es war einfach übertrieben nice. Meine Füße tun so weh, Digga. Oder? No front, Digga. Aber du bist Russe. Du musst das aushalten. Wenn du das nicht geschafft hättest, Digga, dann hätte dich deine Familie enterbt. Bei mir ist so, es gibt bei mir diese Temperatur nicht mal. Thermostat ist für mich nicht mal ausgelegt auf alles unter 30 Grad. Fuck, Digga, ich spüre meine Füße nicht mehr. Tag 5, Freunde, Halbzeit. Heute stehen 1 Minute und 15 Sekunden kaltes Wasser vor mir. Ich habe es bis jetzt immer noch nicht so richtig genossen, aber es wird von Tag zu Tag besser. Jetzt erstmal werde ich atmen und mich versuchen, so doll es geht zu konzentrieren und mich so richtig fallen zu lassen und einfach in die Dusche zu gehen und einfach 1 Minute und 15 Sekunden zu zelebrieren.
Ja, und nach 2 Grad kaltem Wasser ist es natürlich kein Problem mehr, in seiner kalten Dusche zu stehen. Also Tag 5 war ein voller Erfolg. Da ist meine Atmung auch viel kontrollierter geworden. Das war richtig gut. Aber das ist ja auch wieder dieser Unterschied, von dem ich erzählt habe, dass es was ganz anderes ist, wenn du draußen bist und dann im kalten Meer schwimmst oder in deiner Dusche, wo du, wenn du den Wasser ausmachst, es einfach vorbei ist. So. Also das war absolut krasser Unterschied, ein krasser Kontrast, aber ich habe mich sehr gefreut, weil ich mich dadurch noch viel heftiger konzentrieren konnte und das Wasser sich für mich tatsächlich warm angefühlt hat. Am Anfang war es ein bisschen schlimm, aber es wirkt schon fast so, als hätte ich das Wasser auf warm gestellt, weil ich mich dem einfach komplett gefügt habe. Es hat sich so gut angefühlt. Ich bin sprachlos, ohne Scheiß. So, Freunde, Tag 6 der Challenge. Und ich muss sagen, Freunde, ich hätte fast die Challenge vergessen. Ich sitze gerade noch für das Video für Sonntag. Und das hat mich komplett eingenommen, sodass ich fast vergessen habe, heute noch meine Meditation zu starten und dann noch zu duschen. Aber es ist mir noch kurz vor 0 Uhr eingefallen. Das heißt, wir sind noch im Rahmen. Ich werde jetzt erstmal meditieren und dann in die Dusche gehen. Heute 90 Sekunden, 1,5 Minuten kaltes Wasser. Gestern hat es ja richtig gut geklappt. Ich bin mega begeistert und auch ein bisschen verwundert darüber, muss ich sagen. Weil das Wasser hat sich einfach warm angefühlt. Ich bin gespannt, wie es heute ist, weil ich bin heute ein bisschen müde. Es wäre optimaler gewesen, wenn ich es morgens gemacht hätte, bin ich ehrlich. Ich bin so ein Nachtmensch und deswegen, weil ich mache die Nacht immer so zum Tag. Ich bin immer lange am Videoschneiden und deswegen kann ich mich dahingehend irgendwie besser konzentrieren und auch besser fokussieren. Und ja, ich werde jetzt erstmal wieder meditieren. Und dann gehen wir rüber ins Badezimmer, hopsen unter die Dusche. Eiskaltes Wasser, mitten in der Nacht. Ich bin gespannt, wie es ist. Ja, wie sagt man so schön, Hochmut kommt vor den Fall. Also Tag 6 hat einfach perfekt gezeigt, was passiert, wenn man sich nicht komplett auf diese Meditation einlässt und man nicht komplett im Drive und konzentriert ist. Ich habe mal so komplett, aber mal komplett reingeschissen. Also wenn ich mir diese Aufnahme jetzt hier angucke, denke ich mir so, Bruder, du warst einfach bei 2 Grad in der Ostsee, bei 2 Grad Wassertemperatur und kriegst es jetzt nicht hin, in deiner Dusche den Wasserhahn auf ganz kalt zu drehen und einfach ein paar Sekunden auszuhaken. Also ich ärgere mich immer noch, wenn ich das sehe. Also das war so ein Reinfall, aber es hat gezeigt, was passiert, wenn man nicht konzentriert ist. Gestern lief es so gut und heute so scheiße, ey. Ich habe nicht mal 10 Sekunden ausgehalten, also nicht mal Tag 1 heute. Ich weiß nicht, was los ist. Hier oben könnt ihr sehen, Sonntag, 21. März, 15.16 Uhr. Und wir starten unsere Breathing Session genau jetzt. Der Sonntag ist für mich immer ein ganz besonderer Tag, denn da ist alles hochgeladen. Quasi ein Tag komplett frei. So, ich lade das Video hoch, dann gehe ich mit meinen Jungs Fußball spielen. Und danach chill ich einfach, meistens zocke ich oder mache was mit meiner Freundin zusammen. Mal an nichts anderes denken. Ich habe extra Uhr abgenommen, alles abgenommen und mein Handy in ein anderes Zimmer gepackt, damit nichts bei mir ist. Ich muss einfach vom Kopf nur bei der Atmung sein. Zieht euch mal rein, wie krass ich geatmet habe, wie kontrolliert und wie rhythmisch das einfach war. Und da sehen wir einfach, was es ausmacht, konzentriert zu sein. Konzentration ist gerade beim Eisduschen das A und O, das ist einfach alles. Weil wenn man jetzt Tag 6 und Tag 7 miteinander vergleicht, dann sieht man einfach, dass wenn du nicht konzentriert bist, wenn du unkonzentriert bist, dann schaffst du das nicht. Also ich glaube, Eisduschen ist einfach viel Kopfsache und diese Meditation hilft so heftig, in diesen Tunnel zu kommen, um quasi seinen Körper darauf einzustellen, kalt zu duschen. Und danach fühlt man sich so krass. Das Wasser hat sich in dieser Session so warm angefühlt wieder. Ich konnte mich so geil fallen lassen. Also das war einfach ein Paradebeispiel dafür, was es ausmacht, bei der Sache zu sein und was passiert, wenn du nicht bei der Sache bist. Es fühlt sich so gut an. Was mir extrem aufgefallen ist, es ist einfach eine Sache der inneren Einstellung. Gestern war ich müde, ich war nicht bei der Sache, ich wollte es einfach nur durchziehen, einfach hinter mich bringen und habe es nicht mal 10 Sekunden ausgehalten. Dodo meinte, ich soll 15 Sekunden kalt duschen. Yo, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern, warum ihr jetzt Oscar seht und nicht mich. Aber am heutigen Tag werden wir mal schauen, wie es jemand macht, der sich gar nicht auf das Kaltduschen vorbereitet. Ich habe Oscar jetzt quasi ins Rennen geschickt und meinte, yo, stell dich einfach mal 15 Sekunden unter kaltes Wasser und berichte einfach, wie es ist. Und heute schauen wir uns das mal bei Oscar an. Ich habe gar keine Erfahrung mit Kaltduschen, außer ich war dieses Jahr zweimal in der Alster. Einmal einfach so mit Kevin als Challenge und einmal, weil ich eine Challenge verloren hatte. Oh mein Gott! Und 15 Sekunden ist noch nicht so schlimm. Wenn er gesagt hätte, so 2 Minuten, hätte ich mich geweigert, aber 15 Sekunden schaffe ich. Das Wasser mal ganz kalt. Oh.
kennt. Ich glaube, Dodo macht irgendein Experiment und er war auch schon in der Ostsee. Babitsch, die sind doch verrückt. Mal gucken, ob ich das schaffe. Das Wasser müsste jetzt kalt genug sein. Es geht los, 15 Sekunden. Nicht so schnell! 4, 5, 6, 7, 8, oh, das ist kalt noch! 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, krass. Habt ihr mal den Unterschied gesehen zwischen Oscar und mir? Wie heftig hektisch er geatmet hat und wie kontrolliert ich jetzt geatmet habe, dadurch, dass ich mich vorher vorbereitet habe und meditiert habe. Für Oscar war das ja fast so eine Art Strafe. Und wir sind mittlerweile schon an einem Punkt angekommen, an dem wir sagen, okay, yo, 1,5 Minuten kaltes Wasser für uns ist gar kein Problem, sondern wir genießen das richtig. Also ich muss schon sagen, wir haben schon einen richtig geilen Prozess in dieser Challenge durchgemacht. Oh, Alter, mir wurde kurz schwarz vor Augen. Du musst meditieren davor. Oh, er hat irgendeinen Scheiß gelabert von Meditation und Selbstexperiment und so. Ich hab mich damit nicht auseinandergesetzt, hab einfach so gemacht. Und jetzt danach fühlt man sich gut, aber währenddessen denkt man, wann ist es endlich vorbei. Vorletzter Tag, Freunde, Tag 9. Heute stehen 2 Minuten und 30 Sekunden an, also 2,5 Minuten. Das ist eigentlich so ein ganzer Spotify-Song oder so. Aber ich hab Bock, ich bin da, Digga, ich hab richtig Bock. Die letzten Mal hat es mal sehr, sehr gut geklappt. Wir gehen rein. Erstmal wird geatmet. Kurzer Check, ob man mal den Pimmel nicht sieht. Ach ja, und bevor ich in den Kommentaren hier geroastet werde, ich habe mich versprochen, also am 9. Tag sind 2 Minuten 15 dran gewesen und am 10. Tag sind 2 Minuten 30. Ich war einfach nur dumm und war einmal ganz kurz durcheinander. Sorry. Tag 9, Freunde, und wir sehen hier auf jeden Fall ganz klare Verbesserungen zu den Tagen davor. Also mittlerweile ist eine Routine drin. Ich habe gelernt, dass ich mich konzentrieren muss und dass ich mich vor der Meditation komplett auf das ganze Game einlassen muss. Unter der Dusche muss ich direkt konzentriert bleiben, immer auf meine Atmung achten und dann macht einem das kalte Wasser auch überhaupt nichts mehr aus. Also kein Vergleich zu den Tagen davor und auch Tag 6, wo es einfach überhaupt nicht geklappt hat, da habe ich so viel draus gezogen und so viel gelernt, was es einfach bedeutet, konzentriert zu sein, um halt quasi diese Kälte standzuhalten. Das heißt, du überlistest deinen Körper und auch immer diese Schutzatmung, dass wenn das Wasser dir zum Hals steht, dass du auf einmal schwer atmest, das passiert nicht mehr. Und das ist mega cool und richtig, richtig, richtig krass zu sehen. Tag 10. Digga, ich zeig 5, obwohl ich Tag 10 meine. Finale. Wir sind jetzt hier am Elbstrand. Wir werden heute in die Elbe gehen. Wim Hofs Neffe ist wieder mit am Start. Wir waren ja schon an Tag 5 an der Ostsee, waren am Baden. Das war übertrieben kalt. Heute ist die Außentemperatur ein bisschen wärmer. Es ist 12,5 Grad. Wassertemperatur blenden wir euch wieder hier ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit der Atmung. Und die Challenge gilt als geschafft, wenn wir jetzt mindestens 2,5 Minuten im Wasser sind, weil das ist die höchste Stufe. Ja, Mann, also wenn wir jetzt hier neben Schiffen schwimmen, Digga, heute ist es angenehmer. Ist angenehmer, was sagst du? Viel angenehmer. Weil letzte Woche war es schon übertrieben kalt. Gut windig gewesen letztes Mal. Ja, Mann. Ist auch windig, aber ist immer im Wasser so. Ja, Mann, ich würde sagen, wir meditieren eine Runde und dann geht's ab. Und da waren wir in der Elbe, Freunde. Bei 12 Grad Außentemperatur, ziemlich nice. Das Wasser hatte 6 Grad, es hat sich aber tatsächlich kälter angefühlt als in der Ostsee. Aber ich habe auch schnell festgestellt, dass obwohl wir mega konzentriert waren und wir alle Fehler ausgemerzt haben, die wir die letzten Tage davor gemacht haben, dieses Eisbaden in Seen oder in Meeren ist einfach was für fortgeschritten. Also das ist nochmal was komplett anderes als unter der Dusche. Und ja, wir haben die 2,5 Minuten leider nicht komplett geschafft, aber wir haben unser Bestes gegeben. Irgendwann haben unsere Hände und unsere Füße einfach zu sehr wehgetan und das war uns dann zu gefährlich und wir sind dann rausgegangen. Aber es war auf jeden Fall eine richtig geile Erfahrung. Es war zwar draußen wärmer, aber ich hatte das Gefühl, das Wasser war kälter als an der Ostsee, oder? Was sagst du? Ich finde, das war so heftig. Mega brand, mir ist heiß geworden. Ja, Mann, das hat so heftig gebrannt. Aber es war so eine krasse Erfahrung. Aber jetzt ist so eine Wärme, es ist gerade richtig warm. Ja, wir auch. Das ist ja Urlaub, Strand. Richtig krass, Mann. Es ist so heftig. Die Leute sitzen ja alle in Jacke und beobachten uns schießen. Leider ist mir der Ton da abgekackt, Freunde. Deswegen ganz kurzes Fazit hier. Ich fand die Challenge mega geil. Sie hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich finde es bemerkenswert, wozu der Körper in der Lage ist, wenn man einfach meditiert und
sich mega konzentriert, was einfach dabei rauskommt. Für die Zukunft werde ich auf jeden Fall in Stresssituationen oder allgemein einfach mal öfter meditieren und dann einfach unter die kalte Dusche springen, weil das Gefühl danach ist einfach übertrieben nice. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet und ob ihr das auch machen würdet und wie ihr Selbstexperimente hier auf diesem Kanal. Das war ja hier das erste Selbstexperiment und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Alle Klamotten, die ich in diesem Video bei diesem Selbstexperiment getragen habe, sind von Gymshark. Genauso wie ihr hier. Ihr seht es doch, Digga. Erster Link in der Videobeschreibung. Ich freue mich mega über euren Support. Ich fetze mich jetzt wieder in diesen warmen Great Hoodie. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen geilen Video. Haut rein. Peace.